Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil Vollmond im Stier auf 27 Grad 14, wenn ich mich richtig erinnere. Der Mond steht natürlich als eingeschlossener Herrscher des siebenten Hauses. Das heißt, all das, was hier läuft, dürfte auf Grundlage von verborgen gehaltenen internationalen Verträgen laufen. Also das heißt, diejenigen, die unsere Interessen zu vertreten gelobt haben, tun das natürlich in vollkommener Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber den Staatsbürgern. Und das finde ich auch sehr, sehr positiv. Und deswegen rufe ich auch ab jetzt nur noch zum gemeinsamen dynamischen Visualisieren auf, dass wir eben unseren großen Dank bestimmten Personenkreisen gegenüber einfach zum Ausdruck bringen wollen, denn sie haben so viel Gutes für uns getan, sie haben sich wirklich redlichst bemüht und all diese Bemühungen sollen doch jetzt auch einmal von unserer Seite wohlwollend zur Kenntnis genommen werden, aktiv zur Kenntnis genommen werden und ich gehe davon aus, du weißt, was ich meine. Wir haben hier in diesem Horoskop noch ein zweites T-Quadrat, ebenfalls ein festes, und zwar zwischen Mars, Uranus und Saturn. Mars hat sich schon ausreichend von Saturn entfernt, aber über die 4 Grad Entfernung, die jetzt immer kürzer und kürzer werden, weil am 24.12. haben wir dann die Quadratauslösung, ist der Saturn ja doch wieder an Bord. Der Mars ist der Herrscher des 4. Hauses und des 11. Hauses. Dieses 11. Haus bedeutet etwas anderes. Dieses 11. Haus bedeutet Gruppen, Gemeinschaften. Es sieht so aus, als würde sich die Bevölkerung, Spitze 4 im Widder, im 10. Haus zusammenschließen zu Gruppen auf 13 Grad 23 in Jungfrau gerade. Das heißt, hier geht man sehr klug, sehr bedachtsam, sehr vorsichtig, behutsam um, aber auch konsequent und natürlich im Skorpion mit entsprechendem Tiefgang. Wir haben gleichzeitig den Uranus als Herrscher des 2. Hauses im 4. Haus stehen, in Opposition zu Mars, dem Herrscher des 4. Hauses. Eine ganz interessante Konstellation. Wenn ich die jetzt alleine auflösen wollte, würde das bedeuten, die Bevölkerung, 4. Haus, versucht Reserven, Sicherheiten zu bilden, Herrscher von 2 in 4, was natürlich wegen der Rückläufigkeit des Uranus zum Scheitern verurteilt ist und für große Nervosität sorgt. Gleichzeitig entlädt sich diese Energie aber in den Mars, der Herrscher von 4 ist, im 10. Haus. Also das heißt, die Menschen haben es nicht leicht. 10. Haus steht auch für große Anstrengungen, große Mühen auf sich nehmen. Also das heißt, hier ist die Bevölkerung sehr, sehr wütend, sehr aggressiv. Also hier, ob sich da die Jungfrau gerade jetzt dämpfend oder beruhigend auswirken werden, lasse ich mal dahingestellt, sollte man in Kombination mit Skorpion allerdings dann nicht mehr unterschätzen. Und jetzt kommt natürlich hier zu diesem kämpferischen Aspekt, ja, weil das sind schon Ausbrüche, das sind schon Gewaltausbrüche. Da möchte sich sozusagen die seelisch große Spannung schon einmal impulsiv Ausdruck verleihen, weil Uranus und Mars sind ja jetzt nicht die beiden lieblichsten planetaren Prinzipien, sondern hier haben wir hier durch den Saturn quasi an der Spitze des 2. Hauses noch einmal die Betonung des Geldes, beziehungsweise, dass jetzt hier auch noch gewaltsame Zerstörungen dazukommen. Aus diesem Aspekt, wenn ich den jetzt freihändig interpretieren wollte, dann müsste ich sagen, dass die Bevölkerung ist aufgrund von großen Problemen, Sicherheiten zu schaffen, sehr nervös, sehr aggressiv
und mit dem Saturn-Doppel-T-Quadrat sozusagen auch bereits sehr gewaltbereit. Also hier kommt es offensichtlich in Bälde zu interessanten Ereignissen, sagen wir es mal so. Es kommt zu interessanten Ereignissen und naja, das wichtigste Thema, also das einzige Thema, was derzeit auf der Welt noch existiert, es gibt kein zweites Thema mehr, das wissen wir, wenn wir uns die Medien täglich so ansehen, dann erkennen wir, es gibt nur dieses Thema, also es gibt hier nichts anderes mehr, die Welt dreht sich nur noch um dieses Thema und interessanterweise werden wir dann auch mit anderen Effekten noch konfrontiert werden, dass sich dann um die Verursacher dieses Themas dann auch alles sehr genau drehen wird. Der Herrscher des sechsten Hauses, aber auch der Herrscher des siebten Hauses befinden sich an der Spitze des elften Hauses, aber auch der Herrscher des neunten Hauses wird von Merkur regiert. Also Spitze 6, 7 und 9. Merkur, Spitze 11. Haus, das würde bedeuten, aufgrund von internationalen Verträgen wird hier das Krankheitsthema unter dem Wohlwollen des fernen Auslandes, ist gleich Rom, über die Alliierten, über die sozusagen Geschäftspartner, über die verbündeten Staaten hier und natürlich die Behörden sehr deutlich angespielt. Und die Beherrschung von Merkur, der Spitze des 11. Hauses, gibt uns auch schon mal einen klaren Hinweis auf die Bedeutung dieses Themas. Denn nur Saturn ist ähnlich nahe in diesem Horoskop einer Häuserspitze, ansonsten haben wir die Häuserspitzen nicht besetzt. Gut, wir haben schon 7 Minuten. Ich würde sagen, wir wollen ja der Zensur auch ein bisschen sozusagen Material im ureigensten demokratischen Sinne zur Verfügung stellen. Weiter zum vierten Teil. Ende.